Ihr habt ja mitbekommen, dass Scholz Friedensverhandlungen mit Putin machen will und über einen Frieden in der Ukraine verhandeln will. Allerdings muss man bei Putin immer sehr, sehr skeptisch sein, weil er ein sehr verlogener Diktator und Massenmörder ist. Er hat ja wenige Tage vor der Invasion in der Ukraine gesagt, dass er nicht vorhat, das Land zu überfallen. Und dann hat er sein Wort gebrochen und doch das Land angegriffen. Und wenn Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und Europas und USA stattfinden würden, dann müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein, dass wir durch Putin nicht über den Tisch gezogen werden. 2015 gab es ja schon das Minsker Abkommen, das den Krieg in der Ostukraine beenden sollte. Und dann hat Russland später sein Wort gebrochen, indem es das Land 2022 angegriffen hat. Putin ist leider ein blutrünstiger, verlogener Diktator, der nur seine Vorteile sucht und kein Mitgefühl mit der anderen Seite hat. Und jedes Abkommen, was man mit ihm macht, kann gebrochen werden durch ihn. Und wir brauchen dann starke Garantien für die Ukraine, dass sie nicht wieder angegriffen wird. Und das würde bedeuten, dass die Ukraine auf jeden Fall einen NATO-Beitritt braucht, um einen weiteren Angriff zu verhindern. Wichtig!